Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn, meine lieben Freunde. Ja, wir sind hier immer noch zugange, beziehungsweise eigentlich nicht mehr. Wir haben das Lager gesäubert, sagen wir mal so. Ja, die Banditen sind weg und wir sind jetzt hier. Und ich weiß gar nicht, hier ist jetzt noch ein Lagerfeuer. Kann man hier sonst noch irgendetwas machen? So, hier ist auf jeden Fall auch ein Händler, da können wir gleich mal kurz gucken. Hier ist noch Loot, Metallscherben-Loot. Hier haben wir Nova-Krieger. Ach, haben die das jetzt einfach wieder übernommen, oder was? Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht. Ist jetzt hier noch irgendwelcher Loot, den ich übersehen habe? Kann man hier noch irgendwie höher? Nee. Nee, das sieht nicht so aus. Hier, was ist hier? Naja, eher nix, ne? Ich will nochmal hier durchgucken, aber... Ich würde mal Revelio machen, aber... Leute! Das ist ja ein anderes Spiel, nicht? So, wo ist denn jetzt dieser Händler hin? Hier war doch gerade eben ein Händler, oder nicht? War der hier unten? Da. Hallo! Was hast du hier für Outfits? Nora Überlebende schwer. Ich will ja eigentlich, warte mal. Hier, das. Das. Da brauche ich aber ein Brüllrückenherz. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Brüllrücken ist. Wir müssen wir Brüllrücken, wegdödeln. Also die hier scheint 15 gegen Feuer, 15 gegen Eis, 15 gegen Schock und 15 gegen dieses verfluchte Zeug wahrscheinlich. Das hier, was heißt das? Das verstehe ich nicht. Ist das Nahkampf? Das ist wahrscheinlich... Das ist Nahkampf, ne? Wahrscheinlich. Würde Sinn machen. Ach, Verderbnis. Das war's. Ja, aber das hier finde ich noch am besten. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir noch Brüllrückenherz. Aber vielleicht können wir auch mal gucken. Warte mal. Aber das verkauft er sowas gar nicht, ne? Verkauft er auch doch. Rohstoffe verkauft er. Draht hier, Draht. Ich brauche Draht, Freunde. Ich weiß, das finden wir. Aber ich kann ja auch mal ein paar Draht kaufen, oder? F. Krieg ich einen Draht jetzt? So, 100 Draht. Das ist gut. Holz? Was? Ach, das sind 200 Reinholzstücke. Nee. So viel brauche ich jetzt auch nicht. Aber was war denn das, was wir noch brauchen? Metallgefäß, oder? Nee, davon haben wir genug. Davon haben wir denn wenig. Wir haben von allem relativ viel, außer Schnellreisepaket, aber die brauche ich jetzt auch nicht so. Nee, gut, dann war es das erstmal. Hast du eine Schatzkiste? Gratisprobe? Ne. Diese Kiste. Die Kiste zufällig sehr seltene Waffen oder Outfit. Ja, kann ich verstehen, dass das ganz nett sein soll, aber. Kristallgeflecht brauchen wir dafür. Was haben wir? Wir haben die noch nicht, aber sonst hier diesen Jägerbogen haben wir, ne? Da steht ja im Besitz 1. Und grüne Waffen brauchen wir sowieso nicht mehr. Aber brauche ich die Schleuder? Ist die besser als... Was haben wir jetzt für eine Schleuder? Moment, das will ich mir einmal gerade angucken. Wir haben doch hier eine grüne Schleuder. Mhm. Quasi die Sprengschleuder. Ist das denn dasselbe? Ist nicht dasselbe, oder? Ich meine, wir können die einfach mal kaufen und schauen, was passiert. Warte mal, hier, der hat da die normale Schleuder. Aber wieso kann ich jetzt hier nicht mehr scrollen? So, jetzt. Sprengschleuder. Hier, die haben wir.
Die haben wir, die kostet aber auch 200. Also die ist ja teurer als die. Also Sprengschleuder ist was, um Gottes Willen, was anderes. Sollen wir dann die einfach noch auch noch kaufen? Hier die Kaya-Schleuder. Dann haben wir die auch. Abbrechen, nicht ausrüsten. Nee, die lassen wir erstmal einfach im Inventar. Na gut, dann kann ich jetzt mehr erstmal hier nicht machen. Aber wir gucken uns das nochmal gerade an. Also wir haben jetzt diese Schleuder hier auch. Ich kann die ja mal gerade ausrüsten. Auf der Sprengschleuder. Und schauen, was die so kann. Weil das weiß ich ja gar nicht. Die kann Eisbomben und Schockbomben. Okay, das heißt einfach, die eine Schleuder kann richtig sprengen. Und die hier macht eher so Schock und Eis und Gemüt, ne? Na gut, ist ja auch nicht schlecht zu wissen. Hier können wir mal auffüllen. Darf ich das brauchen wir auch nochmal. Ach, guck mal, dafür brauchen wir diese. Ja, die hatte der aber nicht. Die hatte der nicht. Gut. Du willst mit mir reden? Mit Jom, ja klar. Welche Ehre. Ich. Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Schlag aufs Maul. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Die habe ich nicht gejagt, ich habe alle gemetzelt. Jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Ja. Woher bist du? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kaja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Er fiel um. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst also, du hast ihn getötet oder ist er einfach nur umgefallen? Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Ja, kein Problem, Jom. Wir ziehen ein. Ich hätte nie gedacht, dass mir die Banditen mal was nützen würden. Macht's aber um Himmels Willen schöner hier. Das sieht aus wie eine Ork-Hochburg. Macht das mal schön. Hier mit diesen scheiß Hölzern weg. Alles abbrennen erstmal und dann hier schön alles neu bauen. Das gibt's ja gar nicht. Mega hässlich. So, okay, das haben wir. Das heißt, hier ist jetzt Teufelsdurstlager. Ja. Und ein Händler mit Jagdbedarf. So, jetzt gehen wir hier rüber. Hä? Das Banditenlager haben wir noch geräumt. Egal, wir gehen trotzdem mal über diesen Fluss. Was haben wir da noch? Schöne Heilpflanze hier. So. Also, vielen Dank euch. Bis demnächst. Ich komme bestimmt mal wieder vorbei, um euch Hallo zu sagen, ihr Schlodris. Da sitzt irgendjemand rum. Keine Munition. Achso, ich habe. Nehmen wir mal einen normalen jetzt. Fallbogen. War ich gerade richtig? Ja. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Gefäß. Freunde, wir versuchen es nochmal. Ich sag's ja. Der Dan labert Scheiße. Wir gehen nochmal aus dem Kreis raus. Das ist mal ein weiter Kreis. Tja, könnte auch noch auf dieser Seite des Flusses sein, das Ganze. Wir gehen das einmal ab hier. Nehmen hier ein bisschen Reinholz mit.
den Wächter da schon gesehen. Die rennen, weil die Schweine rum, ey, das geht. Oder soll ich doch besser Feuerpfeile oder so nehmen? Weil die dann wenigstens verbrennen. So muss ich mal 100 Mal hinterher schießen. Alter, der hat wieder Loot, der Schwebende hier. Nice. Oh, hier. Wildschweinhaut zweimal. Not bad. So, sehen wir jetzt hier. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, wir sind knapp an der Grenze. Also es fängt hier an. So, denn ich bin außerhalb. Wir gucken uns das an. Da hinten sitzt der Typ. Da ist ein Schwein. Alter, kannst du mich mal. Man sieht nicht, wo dieser Becher ist. Kann ihm erzählen. So, okay. Lecco mio. Was ist hier denn? Achso, da war mal Reinholz dran. Scheint gerade zu wachsen und weiß noch nicht, ob er ausgewachsen ist oder nicht. Was ist eigentlich hier? Warte mal. Das sind diese Fallen, ne? Und das ist Rufen. Alles klar. Hey, Neil! Boah, ist ja fast... bin ja fast ich. Schön, dass du hier bist. Ach, das ist hier der... Das ist schön. Mit den, Nenn es gemeinsame Interessen. Rollos an den Augen. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenklan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Nee, die sind alle tot. Haben Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach. Ey, du bist zu leise. Ihr habt da das Wasser irgendwie voll laut gemacht. Mein Gott. Nerv mich nicht, komm. Stör mich nicht. Mach weiter. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache. Ich bin nur ein... Ich glaub nicht... Bla, bla, bla. Das juckt mich jetzt wirklich nicht. Das ist mir zu laut. Ich höre hier nichts. Ja, der ist nett. In Ordnung. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Geh du ruhig vor. Jetzt machen wir zusammen was? Das ist doch schon passiert. Jetzt habe ich hier Errungenschaft. Erstes Banditenalarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Was zur Hölle? Das ist der Händler. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht. Halt die Fresse. Überspringen. Ich hab's doch schon gesäubert. Fühlt sich gut an, was? Ja. Und jetzt nerv mich nicht und gib die Belohnung. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner... Erst, ich dachte eher und kein großer... Dein Boot? Dein ja, blablub, blablub, blablub. Du bist nicht nur... Ich sagte, ein besorgter... Wo immer, dann fühle ich... Hast du schon mal... Ja. Halt die Fresse. Haben Banditen... Uns ab... Du jagst... Nein, nein, ich kann nicht, ich töte einen Stock, aber... Ich tue. Ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Wir sind ja fertig. Das ist mir zu laut. Du lässt es nicht. Vielleicht. Ein richtig schlimmer Dialog. Geh weg. So, haben wir gemacht. Wo ist meine Belohnung? Da. 5000 XP, das war nicht schlecht. Ah, guck mal. Der Becher. Ich glaube, kein Becher dieser Welt ist so hart gewesen wie der allererste Becher. Und man sagt das ja auch. Das ist ein altes Sprichwort. Der erste Becher ist der härteste. Oder? Das sagt man auch Fachkreisen. First Becher's the hardest. Ein bisschen looten hier. Ihr wisst ja, wir haben nicht mehr so viel Reinholz. Ach, guck mal, ein so ein Reinholz gibt auch nicht immer nur eins, sondern auch mal sechs. Oder hier wieder sechs. Oder vielleicht auch immer sechs. Jetzt mal gerade überlegen. Ich glaube, wir haben jetzt... Ach so, nee, die Hauptquest, wofür wir eigentlich hier sind, haben wir noch nicht. Okay, dann gehen wir da jetzt langsam mal hin.
Fuchs. Nase. Im Sprung haben wir den gelötet. Kornickelknochen. Eine hiervon. So, gehen wir erstmal wieder über den Fluss und guck mal. So, jetzt sind wir fast wieder voll hier mit den Roten. Aber das wäre schlimm, wenn irgendein Kampf mal an Reinholz fehlt. Das ist dann echt auch eine gewisse Peinlichkeit, ne? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So, wir schwimmen mal gerade rüber. Finde die vermissten Krieger in Teufelsdurst. Ist hier nicht der Sägezahn? Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Es gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschensporen. So, erstmal die Spuren suchen hier. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Es gab sicher eine Massenflucht. Das hast du bereits gesagt. Hier entlang, Freunde. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Was? Erlege die Sägezähne? What the fuck? Are you lying? Oh, Scheiße. Zwei fucking Stück. Okay, da müssen wir uns kurz mal vorbereiten. Machen wir das jetzt mit Fallen? Oder was mache ich jetzt am besten? Also... ein paar würde ich schon ganz gerne einfach mal aufbauen. Sicherheitshalber. Warum ging das nicht? Wo ist die hin? Hä? Ist die jetzt einfach weg? Was ist das denn für ein Bullshit? Gesehen, die ist einfach weg. Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Was machen wir jetzt, Freunde? Vielleicht sollte ich doch als allererstes nochmal den hier ausrüsten. Der ist zwar nicht so gut, aber besser als die anderen, glaube ich. Habe ich dafür Munition? Ja. Aber als allererstes kriegen wir erstmal so einen hier in die Klasse. Ist da irgendwie drin? Das ist ja nicht mehr. Heide da drin. Ist aber nur der eine jetzt auf mich aufmerksam geworden. Kann das sein? Ich weiß, wie man einen Sägezahn. What? Der ist ja nochmal gejumpt! Genau, hier wartet der andere. Wollt ihr mich verarschen? Hm.
Um Himmels Willen, Alter. Der ist einfach da drüber gejumpt. Das ist doch immer gewesen, oder? Müsst ihr jetzt auch mal zugeben. Die hängen auf jeden Fall noch da. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Da machen wir hier noch welche hin. Hat er das gesehen oder was? Das war noch nie der Fall, dass sie das gesehen haben. Oder der ist halt einfach aus Glück. Aus Zufall. Naja, Leute, wir sehen das in der nächsten Folge, diesen Kampf. Und dann versuchen wir die beiden zu legen. Ich sag tschüss, macht's gut, Albrecht.